Scheiße, den Bahnhof kenne ich doch schon irgendwoher. Willkommen bei Let's Play Dead Space. Ich nähere mich jetzt dem Shuttle-Hangar. Sie müssen irgendwie zur Frachtbucht kommen. Der Marker, er wird dort drinnen aufbewahrt. Es gibt dort einen Frachtkran, mit dem Sie den Marker zum Hangar heben können. Bitte, Sie müssen mir dabei helfen. Das ist der einzige Weg. So. Wir haben folgende Aufgabe. Der Marker muss zurück auf den Planeten. Und wir müssen jetzt deswegen zurück durch das... Im Grunde durch das ganze Schiff. Oder fast durch das ganze Schiff. Ja, komm. So, wo müssen wir lang? Da oben müssen wir lang. Okay. Kurz mal umgeguckt. Ob es hier nicht was Schönes gibt. Wir nähern uns so langsam. So ganz langsam nähern wir uns dem Dead Space Finale. Ich bin mir nicht ganz sicher mehr, aber ich glaube zu wissen, dass es hier 12 Kapitel gab. 11 oder 12? Also nee, ich glaube es gab 12. Das heißt, wir sind hier im vorletzten Kapitel. Logischerweise. Und wir haben einiges erlebt hier schon in diesem. Okay, hier ist nix. Ah, hier sind ganz viele. Ah. So. Müssen wir lang. Ach so. Oh, da steht gar nicht gut dran. Aktivieren? Ja. Soll ich es aktivieren? Zünd den Knaller. Irre. Boah. Lieferung 782 wird ausgeliefert. Für weiteren Frachttransport wird Chinesen. Wow! Was zur Hölle? Ach da! Huch! Hallo, lauf! Boah, wie dumm ist das denn? Hallo? Darf ich bitte auch mich bewegen? So. Gottes Willen, ja. So. Nein. Thank you.
So. Jetzt mal wieder Ruhe aufs Brot bringen. Arschkrampe. So, noch jemand ohne Fahrschein hier? Können wir alle mal Arsch lecken. Meine Fresse. So, darf ich weitermachen? Danke. Frachtlieferung 782 wird an Hangarbucht ausgeliefert. Sehr gut. Halt doch mal ab hier. Boah, ja. Was, was, was? Nein, 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 nein. Das ist hier eine ganz schöne Hektik jetzt gerade. Geh weg. Alter. Wenn wir gar nicht mal so schlecht, wenn ich jetzt mal hier einmal Stase nehme. Okay. So, und um ein bisschen Munition zu sparen, nehmen wir jetzt von dem Plasma-Cutter, nehmen wir jetzt einfach mal hier das Impulsgewehr. Da. Ah, du schon wieder. So, dürfte ich jetzt? Ist es erlaubt? Danke. Meine Güte. So, na, wir haben einen. Einen haben wir. Können wir nochmal die Kapazität steigern? Wir müssen geradeaus. Ich gehe erstmal auf Toilette und da schrecken wir uns noch einmal kurz. Weil eigentlich ist hier immer irgendwas. Wie diesmal nicht. Ich habe die Stromzufuhr zum Aufzug wiederhergestellt. Bring ihn zum Hangar und schaff den Marker an Bord des Shuttles. Ich gehe gleich hoch zum Flight Deck. Oh Gott. Ich renne lieber. Drück mir die Daumen. Drück mir die Daumen. Ach so. Ich würde sagen, ich dachte, jetzt muss ich jetzt hier. Ich dachte, das Kapitel wäre jetzt hier schon zu Ende. Wäre jetzt ein bisschen kurz gewesen. Nach 10 Minuten.
So. Schon wieder eine Toilette hier. Jetzt habe ich mich gerade wirklich erschreckt. Weil das war hier so sauber auf einmal. Ha! Das erkennen wir doch direkt. Das Flydeck. Hier hat alles angefangen. Genau hier. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Was denn diesmal? Ich hab keine Angst mehr vor euch. Ah, ballern! Munition verschwenden, das ist meine Welt. Quarantäne aufgehoben. Ah, Spratzen hier. So. Ah ja, klar. Mich hätte es jetzt auch ganz stark gewundert, wenn hier irgendwas in diesem verschissenen Schiff funktioniert hätte. Okay, da geht's lang. Na gut, dann mal hier lang. Ah. Schränkchen. So, und jetzt müssen wir hier... Eintritt Schwerelosigkeit. Wieder fliegen. Wow. Ah, friss Blei. Der nächste da ist der nächste. Boah. Ich weiß gar nicht, ob es in Dead Space 3 mittlerweile geht, aber ich würde mir gern eine Nahkampf-Interaktion wünschen. Also jetzt nicht nur so einfach schlagen, treten, sondern wirklich, wenn die uns zum Beispiel attacken und wir auf den Knopf ballern, dann treten wir zum Beispiel diese kleinen Viecher weg. Das würde ich mir ja auch hier im normalen Spiel wünschen, sag ich jetzt mal. Wenn die vielleicht schon ziemlich low sind, dass man dann einfach nur noch... Oh, der Knopf. Dann nur hinrennen muss und dann zuschlagen muss. Das wäre cool. Aber egal, ich schweife ab. Wir müssen den Marker platzieren. In das Shuttle. Dann kommen wir zumindest mal von der Ishimura weg. Hoffen wir zumindest.